Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich habe hier mir eine schöne Holzpickaxe gecraftet in der kleinen Pause, die ich hier eingelegt habe. Und natürlich habe ich mir auch ein anderes Thema parat gesucht, beziehungsweise war für mich das andere Thema noch klar. Ich muss da irgendwie drüber reden. Je nachdem, wie lang das her ist, wann ich hier die Gelegenheit habe, das hochzuladen. Ist auf jeden Fall, wir haben heute Montag und am Samstag den, ich weiß das Datum nicht wirklich auswendig, ist auf jeden Fall der Fußballspieler Junior Malanda im Auto verunglückt, nicht selber gefahren, saß hinten auf dem auf der Rückbank, soll wohl nicht angeschnallt sein, der Fahrer soll auch zu schnell gefahren sein und das kurz bevor die Wolfsburger ins Trainingslager gefahren sind. Man merkt vielleicht schon, das Thema ist nicht ganz so einfach für mich, es geht aber nicht um Junior Malanda, sondern das benutze ich nur als Einleitung, denn viele von euch werden den bestimmt jetzt nicht kennen, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall Fußballspieler, richtig großes Talent, 20 Jahre jung und ja, mir ging es auf jeden Fall erstmal an dem Samstag, als ich die Nachricht gehört habe, nicht ganz so gut. Ich kenne den Spieler selber persönlich nicht, habe nur über relativ gute Quellen, die nicht Medien sind, sondern andere Spieler mitbekommen, dass er nicht nur ein sehr guter, talentierter Fußballer war, sondern auch ein talentierter Mensch, um es mal so zu sagen, nett zuvorkommt, immer gut drauf und ja, wenn dann so jemand mit 20 Jahren einfach geht und für mich war das irgendwie so, ich weiß es nicht, ich bin dann immer direkt so erstmal natürlich schlecht drauf. Wie gesagt, hat mich sehr mitgenommen, nimmt mich jetzt auch immer noch mit, wenn ich drüber nachdenke. Ich will auch keine Details wissen, ob es teilweise seine eigene Schuld war oder so. Es geht mir einfach nur darum, ich will mit dieser Einleitung auf ein Thema hinaus, wo ich mich selber manchmal, Klammer auf, sehr oft ertappe, ist, dass wir einfach das Leben nicht richtig leben. Wir gehen die meisten... Oh, schön, du warst der Sonnenuntergang. Ah, bleib hier. Und die meisten von uns, die gehen einfach zur Arbeit, kommen dann wieder von Arbeit, essen was, machen dann entweder Let's Plays oder andere Hobbys oder hocken sich nur vor den Fernseher, gucken RTL, darauf will ich jetzt auch nicht hinaus, was da jeder macht, aber ja, man geht halt zur Arbeit, um das Geld zu bekommen oder ihr geht zur Schule und eigentlich alles nur, weil man das muss. Es gibt durchaus auch Arbeit und Menschen, denen Schule Spaß macht, aber das meiste ist für uns doch eher gezwungen und deshalb so die Sache, wo ich mich auch oft bei ertappe, dass wir das Leben an sich gar nicht leben. Ich will hier gar nicht drauf hinaus, dass jetzt jeder die Arbeit hinschmeißen soll und einfach nur noch zu Hause hocken soll und Scheiße bauen soll, sondern einfach nur, dass wir in der Freizeit das Leben bewusster leben sollten. Apfel. Komm her, mein Apfel. Will er nicht. Auf jeden Fall, dass wir einfach dieses Leben nicht wirklich leben und nur noch vor uns daher funktionieren, weil wir es müssen. Arbeit, schlafen, essen. Ja, andersrum. Arbeit, nach Hause kommen, Essen machen, schlafen. Arbeit, nach Hause kommen, Essen machen, schlafen. Ein Trott und dann haben wir alle, auch ich, haben Wünsche, wollen dies und das machen.
Und in Wahrheit passiert eigentlich nicht viel. Wir finden eher immer Gründe, die uns davon abhalten, das zu machen. Und wenn dann gerade so ein wichtiges Vorbild, eine wichtige Person, die ich sehr gerne mag, dann einfach ja stirbt, und dann wird man wieder daran erinnert, wie wichtig es wäre, eigentlich das Leben zu genießen. Es kann jeden Moment vorbei sein. Einfach wupp. Du kannst, musst da nichts mehr für selber können. Du musst einmal nicht kurz aufgepasst, oder ein anderer hat nicht aufgepasst, und dann bist du weg und du kannst nichts machen. Oder einfach irgendeine Krankheit und dann bist du Fuchikato. Und ja, ich habe da natürlich am Samstagabend viel auf meinem privaten Twitter-Profil, ich weiß gar nicht mehr, wo wir herkamen, auf meinem privaten Twitter-Profil viel, ja, einige nennen das, wie soll ich das jetzt sagen, mir fehlt gerade das richtige Wort, Kann man endlich auch abbauen, wunderbar. Wie nennt man das, wenn man so, ja, auf einmal, ich komme gerade echt nicht aufs Wort, das darf nicht sein, ey. Dammit, ich komme echt nicht aufs Wort, ich versuche es zu umschreiben, wenn man einfach so auf einmal so fake optimistisch ist, oder beziehungsweise nicht mal fake optimistisch, sondern einfach so auf viele Freude Eierkuchen macht, hey, ich muss das Leben doch genießen, und hier, ich muss jetzt unbedingt die Liebe meines Lebens finden und die Arbeit meines Lebens finden, die mir super Spaß macht. Ich muss Kinder kriegen, heiraten, Haus bauen und fertig ab. Sowas in die Richtung, weißt du? Wenn ihr wisst, was ich meine, also dass man. Oh, Sirenen. Dass man einfach plötzlich realisiert, das, was man macht, ist jetzt nicht unbedingt so das Wahre. Ich würde es nur nicht sagen, dass ich. Ja, Sirenen. Ich hoffe, man hört die nicht allzu laut in der Aufnahme. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Leben unbedingt absolut scheiße ist, aber. Man muss doch, wenn man ein bisschen ehrlich ist, zugestehen, dass in meinem Leben durchaus mehr drin gewesen wäre und natürlich immer noch ist, weil ich habe ja noch Zeit. Aber irgendwie müsste ich dann anfangen, diese auch zu nutzen. Und das ist halt so meine Frage jetzt an euch, wäre, ob euch das manchmal auch so geht, wenn ihr denn schon etwas älter seid. Ich glaube, als Schüler realisiert man das so unbedingt noch nicht. Ist auch ganz okay so, man darf sie als Schüler ruhig nochmal ausprobieren wollen. Ist absolut richtig, das haben wir früher nur gemacht. Das ist jetzt auch, könnte ich direkt zum nächsten Thema kommen. Ich bin ja bei Twitter, privat auch, nicht nur mit meinem YouTube-Profil hier. Und was mir da immer so auffällt, sind 9, 10, 11, 12, 13, sogar 14-Jährige, finde ich das etwas komisch, wenn die da hängen und wegen der großen Liebe trauern, und weil das Leben allgemein so scheiße ist und dies und das und jenes. Und ich denke mir immer nur so, Leute, ist das denn unser Ernst? Ist das der Ernst der Menschheit? Wieso? Ihr seid 12, 13 oder wie alt auch immer. Zur Hölle, genießt doch eure Kindheit. Ihr habt nur eine davon. Genau wie ein Leben, habt ihr nur einmal. Da gibt's nicht nur eine zweite Chance. Und wenn ihr dann ein bisschen älter werdet, werdet ihr auch verstehen, wie wichtig es wäre, die Kindheit, die Jugend wirklich in vollen Zügen zu genießen, weil, das sieht gut aus, ich lasse es erstmal so,
weil, wie gesagt, man hat es nur einmal und es ist wirklich eine richtig schöne Zeit. Aber natürlich ist das auch eine andere Zeit, in der wir heutzutage leben. Der Fokus ist ein bisschen anders und das finde ich wirklich sehr schade. Früher bei uns war das so, ich bin auch die Generation, man mag es gar nicht glauben, wenn man heute sieht, wie viel ich auf sozialen Netzwerken und im Internet unterwegs bin und fast nur noch in der Bude hocke, dass man früher wirklich im Wald war. Wir hatten früher kein Internet, wir hatten keine Spiele, keine Games, keine Konsolen großartig. Und wenn wir eine hatten, dann hat man geregelte Zeiten, wo man die benutzen darf und dann war Ende. Und dann sind wir in den Wald gegangen und dann brauchten wir keine Spiele, um irgendwas zu erleben, sondern haben wir den Scheiß wirklich erlebt. Ja, wir brauchten jetzt nicht hier so eine Welt, um da irgendwas zu basteln. Ja, wir haben uns einfach sind in den Wald gegangen und haben dann selber Baumhäuser gebaut, Staudämme. Das macht man ja teilweise heute auch noch, aber die wenigsten Kinder machen das. Die meisten rennen ja schon mit 8 Jahren mit einem Smartphone rum, verlieben sich dann übers Internet und dann scheitert das natürlich, was absolut normal ist. Weil mit 8, wenn man mal ehrlich, 8, 9, 10, 11, 12, das ist noch kein Alter, da findet nicht jeder, die wenigsten finden da die Liebe ihres Lebens. Und da braucht man auch nicht sonderlich traurig sein, das werden da noch genug kommen. Hat an die Leute, die jede Woche eine neue haben, da kommen noch mehr als genug, keine Angst. Die sind eh mir die sympathischsten. Und ja, es ist einfach so eine Sache, wo ich sage, Junge, Junge, muss das denn wirklich, muss das sein? Nehmt wieder bitte die Barbies in die Hand, bis ihr 16, 14 Jahre alt seid, spielt mit der Barbie und macht nicht irgendwie auf Frühreif, ja. Ihr habt ab 18 noch genug Zeit auf Erwachsen zu tun. Das läuft nicht weg, keine Angst. Genießt wirklich eure Kindheit. Die bleibt, wie gesagt, nicht immer. Die kommt auch so schnell nicht wieder. Und ja, und da kam ich halt auf den Entschluss, dass ich erstens die Zeit so gewendet hat und genau das die Ursache dafür ist. Warum sind heute so viele kleine Kinder klingen so ein bisschen hart, aber warum sind denn so viele von den Mädels und Jungs depressiv? Warum sind sie das? Weil die einfach ihre Kindheit nie wirklich gelebt haben, zu früh erwachsen sein wollten, sich zu früh mit den Problemen der Erwachsenen rumschlagen wollte und das kann ja nicht nur in die Hose gehen, dafür ist noch keiner bereit genug. Das hat alles noch Zeit und von daher würde ich sagen, ist das aus meiner Meinung, aus meiner Sicht so der Grund, warum vieles heutzutage so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen falsch läuft, aber ein bisschen läuft, wie es nicht unbedingt hätte sein müssen. Und halt sehr, sehr schade, finde ich das. Selbstgemachte Probleme aller Menschheit. Sieht das noch gut aus, ne? Ups. Ja, könnt auch dazu mal gern zu den ganzen Themen schreiben, wie ihr das seht, ob ich da total falsch liege oder doch ab und an mal so ein bisschen recht habe. Für mich war es halt, ist das halt wirklich offensichtlich. Kommt man noch durch, wunderbar. Ich weiß noch nicht, was hier hinkommt. Ist auf jeden Fall mal ein kleiner Anfang. Ich würde sagen, mit den Eindrücken, dem Thema lasse ich euch jetzt auch erstmal alleine und lasse jetzt erstmal die beiden Aufnahmen hier so, wie sie sind. Und gebt euch die Gelegenheit, vielleicht selber noch ein Thema zu schreiben, damit ich dann zu den schönen schönen irischen Klängen zu euren Themen philosophieren kann. Denn ich könnte mir natürlich selber auch Themen aussuchen. Ich habe auch noch ein paar. Aber ich würde gern auf aktuellere Themen eingehen und da bin ich wahnsinnig unkreativ und deswegen
würde ich gern dann so auf eure Themen so ein bisschen eingehen. Die können ruhig ein bisschen, wie gesagt, aktuell sein. Ich habe aber erst überlegt, sollst du zu dem Terroranschlag in Frankreich was sagen, aber ich dachte mir so, da müsste ich mir ehrlich gesagt auch erstmal selber im Klaren werden, wie meine Meinung so zu dem ganzen Thema ist, bevor ich mich einfach hier so hinsetze, sag, huh, aktuelles Thema, lass mal Views abgreifen, ne? Und eigene Meinung, rotzen die einfach da kurz was hin. Das bin ich irgendwie nicht. Wenn, dann muss das schon ein bisschen vorbereitet sein. Klar ist Spontanität nie verkehrt, aber ich glaube, ihr wisst ungefähr, worauf ich hinaus will, in welche Richtung ich da will. Wie gesagt, würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein paar Vorschläge zu Themen habt. Und ansonsten würde ich sagen, bevor die Welt hier wieder dunkel wird, muss ich ins Bettchen gehen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Mindtest, unserem kleinen Let's Talk, wieder. Vielleicht mit dem ein oder anderen Thema von euch. Ansonsten werde ich auch nicht faul auf meiner Haut liegen, sondern auch wieder weiter fleißig Themen suchen. Und vielleicht passiert ja irgendwas Aktuelles, wo ich dann unbedingt sage, morgen schon wieder, hey, ich muss morgen nochmal aufnehmen. Dann wundert euch bitte nicht, wenn ich dann auf eure Themen noch nicht so eingehen konnte. Ich denke, wir finden da schon eine gute Lösung, wie wir auf beides haben. Also ich meine Themen und ihr eure Themen, das sollte schon klappen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ich konnte vielleicht den einen oder anderen mit den Themen anregen und vor allen Dingen zu Diskussionen anregen könnt ihr mich gerne in den Kommentaren. Wie gesagt, ich diskutiere gern mit euch, tausche gern mal Meinung aus, weil meine eigene Meinung kenne ich schon. Die ist ein bisschen doof manchmal und deswegen würde ich gerne auch andere Meinungen hören. Ihr könnt auch gerne Bauvorschläge oder sowas machen. Wie gesagt, ich habe hier noch keine feste Vorstellung, was das werden sollte. Ich habe einfach mal gedacht, baust du draus los? Das sind eigentlich immer die besten Sachen. Wenn man einfach baut und dann baut und baut und irgendwann entwickelt sich so eine Idee im Kopf und dann kann das richtig fantastisch werden. So entstehen ja, wie gesagt, auch hier diese Ideen, worüber ich reden will. Das kommt nicht einfach so. Ich wach auf und dann, Alter, wir müssen darüber reden, sondern ich denke abends wie jeder normale Mensch nach und dann denke ich mir bei einem Thema so ein bisschen genauer drüber nach und dann bin ich irgendwann an so einem Punkt, wo ich sage, das muss raus, das muss irgendwie verarbeitet werden. Meistens schreibe ich es dann auf Twitter, aber ich dachte mir, hey, du kannst jetzt auch mal die Leute auf YouTube nerven und vielleicht kommt dabei das ein oder andere gute Gespräch raus. In diesem Sinne, euch, bevor ich hier längere Vorträge halte, euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe auf viele schöne Themen und Diskussionen und wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen, nein, das kommt ja unregelmäßig, aber in einem nächsten Video wieder und ja, in diesem Sinne, ciao, ciao, euer Heal Fakti.